starts the sparking up of our hearts. Die spanische U17-Nationalmannschaft hat zur Halbzeit ausgewechselt. Für den Spieler mit der Nummer 18, Alejandro Carbonell vom FC Barcelona, spielt mit der Nummer 10, Alexei Garcia vom FC Villarreal.
Torschütze war der Spieler mit der Nummer 10, Alex Garcia. Das Länderspiel zwischen der spanischen und der deutschen Nationalmannschaft wird von insgesamt 5.678 Zuschauern verfolgt.
In der 58. Spielminute hat Spanien erneut ausgewechselt für die Spieler Aster Villarte mit der Nummer 12 und Sergi Canos mit der Nummer 7 spielen nun mit der 16 Borja Mayoral und mit der 19 Javier Ontiveros.
Ausgleich zum 1:1 für die deutsche Nationalmannschaft. Torschütze bitte Nummer 10, Gedeon Selanen.
Thank you.
Spanien wechselt in der 80. Spielminute noch einmal aus. Spieler mit der Nummer 14, Francisco Sebastian vom FC Córdoba, kommt für die Nummer 9, Diego Altamirano von Atlético Madrid. Das Länderspiel zwischen Deutschland und Spanien der beiden U17-Nationalmannschaften endete 1:1 unentschieden. Beide Mannschaften stehen sich am kommenden Donnerstag in Marburg im Georg-Gassmann-Stadion noch einmal gegenüber. Spielbeginn ist dann auch um 11 Uhr. Wir bedanken uns bei 5.678 Zuschauern für ihren Besuch. Wenn Sie das Stadion jetzt verlassen, können Sie auch die Tore in der Bachweide nutzen. Sie wurden jetzt für den Abzug geöffnet. Wir bedanken uns für den Besuch und wünschen Ihnen einen guten Nachhauseweg. Was weiß ich heiß, will ich mal wieder mit